Willkommen im Würfel und Zucker. Justus und ich zeigen euch heute Matcha von David Harding. Und Matcha ist gar nicht eine Neuheit, aber wir haben sie jetzt aus Essen neu mitgebracht. Es ist schon 2020 rausgekommen und Achtung, das ist schon die zweite Auflage. Die erste Auflage ist 2015 rausgekommen und das war allerdings nur sehr eingeschränkt. Ich glaube, Grail Games und Emperor S4, also amerikanisch-japanisch, und diese hier ist jetzt eben französisch, englisch und niederländisch. Es gibt noch keine deutsche Variante, allerdings ist das Spiel komplett sprachneutral. Es ist ein Zwei-Personen-Spiel und ohne Mist, Leute, ich habe schon so viele Spielregeln gelesen in meinem Leben. Als ich diese Spielregel gelesen habe, ich dachte nur so, was? Ja, es ist auf den ersten Moment sehr uneingängig, außer man hat jemanden dabei, der es einem gut erklärt. Also herzlichen Glückwunsch, wir übernehmen diesen Job hoffentlich für euch. Das Spiel zu verstehen ist nicht einfach, obwohl es sehr einfache Regeln sind. Und das Spiel ist extrem gut, außergewöhnlich, ja. Hat sehr viel Bluff-Elemente, aber auf eine gute Art und Weise. Also es ist ein bisschen so, was denkst du, was ich jetzt tue und so. Also verrückt, verrückt. Dabei und, noch extrem kurz und wie gesagt, sehr leichte Regeln. Eine Runde Matcha dauert, wenn ihr es kennt, wahrscheinlich 5 Minuten. Ja. Also es ist wirklich sehr, sehr knackig. Aber in diesen 5 Minuten steckt so dermaßen viel Hirnschmalz drin und so viel Bluff-Charakter, dass es doch einem sehr viel länger vorkommt und sehr viel mehr zu beinhalten scheint. Was haben wir? Wir haben Karten und zwar haben wir Karten in 4 Farben, auch wenn es hier gerade nicht so aussieht. Wir haben die Farben Rot, Blau, Grün und Gelb. Die sind auch jeweils mit einem Symbol. Also Rot ist dieser Teebecher, Blau ist ein Wassertropfen, Gelb ist so ein Teelöffel und Grün wäre noch ein Teeblatt. Das liegt jetzt gar nicht aus. Und jede Farbe gibt es in den Werten 1, 2, 3 und 4 jeweils einmal. Außerdem gibt es noch 2 Karten einfach mit dem Wert 0. Da ist nichts weiter abgebildet. Das hat keine Farbe oder sonst was. Da steht einfach nur eine 0 drauf. Genau, abgesehen von den mittleren Karten haben wir noch jeweils 5 Karten auf der Hand. 2 Karten werden zu Spielbeginn beiseite gelegt, das ist wichtig. Warum, da kommen wir gleich zu. Genau. Und für die erste Auslage werden die Nuller zur Seite gelegt. Es werden hier niemals die Nuller liegen. Dann werden hier diese Karten zufällig einfach hingelegt. Das sind hier so kleine Plättchen, auf die Karten hingelegt werden. So. Ich glaube, das hat tatsächlich irgendeinen japanischen Hintergrund, dass die so aussehen, wie sie aussehen. Es geht stilistisch natürlich um die Teezeremonie. Genau, es geht um die Teezeremonie und diese Tabletts sind da, glaube ich, auch irgendwie relevant. Aber genau. Wie das, genau? Ich glaube, die sitzen sich einfach so gegenüber auf diesen Matten. So. Genau. Das kann sein. Wir wollen hier aber nicht uns kulturell weit vorwagen, weil wir eigentlich keine Ahnung haben. Korrekt. So, also die Auslage ist dann zufällig, es ist zufällig kein Grün dabei, das macht aber nichts. Wir betteln uns jetzt immer, wir sind ja nur zu zweit, das Spiel funktioniert nur zu zweit, und zwar betteln wir uns zuerst um diese Karten, dann um diese Karten und dann um diese Karten. Also wir legen insgesamt 6 Karten hin. Wer aufgepasst hat, weiß, dass wir nur 5 Karten auf der Hand haben. Das funktioniert also schon mal nicht. Und das ist tatsächlich sehr wichtig. Das heißt, du weißt von Anfang an irgendeinem dieser Plätze kann ich keine Karte legen, weil ich einfach nur 5 habe und es sind 6 Plätze da. Und du solltest dir am Anfang einer Runde schon überlegen, welcher Platz das sein wird. Ja. Das heißt, du guckst am Anfang schon, was passt und was passt nicht. Wir sind reihum am Zug. Wir beginnen, wie gesagt, mit dem ersten Tablett und versuchen nun, eine Karte unter sie zu legen, die im Bestfall möglichst gut zu der Karte in der Mitte passt. Es gibt dabei immer 2 Kriterien. Jede Karte hat eine Farbe und eine Zahl. Hier sieht man in ganz klein, sind die 4 Zahlen aufgedruckt und hier die 4 Symbole. Das bedeutet, bei dieser Karte, der gelben 1, möchte ich möglichst eine gelbe Karte anlegen. Bei der Karte mit der blauen 1 möchte ich möglichst eine 1 anlegen. Hier zählt die Zahl, hier zählt die Farbe. Wir legen reihum, das muss aber nicht an dieselbe Person sein.
Wir dürfen alternativ auch passen und jetzt schon sagen, bei dieser einen Dame möchte ich lieber gar keine Karte anlegen, wie Silke das vorhin schon beschrieben hat. Ich würde beispielsweise diese Karte verdeckt hier vorlegen. Ich würde diese Karte verdeckt hier vorlegen. Warum wir da was anlegen, das klären wir gleich bei der Auflösung. So, bei meiner zweiten Karte passe ich tatsächlich und lege lieber gar nichts hin. Und ich lege... Ah, die ist ja im Spiel, die Karte, ne? Dann lege ich das mal so hin. Noch wichtig zu wissen, alle Karten gibt es nur ein einziges Mal. Mhm. Wenn ihr hier seht, die gelbe 1 liegt schon aus, könnt ihr davon ausgehen, es gibt sie kein zweites Mal. Genau. Dann gucken wir einfach mal, wer hier gewinnen würde. In dieser Reihe, da geht es ja um das Symbol. Das heißt, wenn du das gleiche Symbol ausliegen hast, würde die höchste Zahl gewinnen, also eine 4. Das heißt, ich sehe hier, die 4 ist hier nicht. Wenn ich sie nicht selber habe, ist die Möglichkeit gegeben, dass Justus sie hat. Er würde damit gewinnen. Die 4 könnte geschlagen werden von einer 1, da die 1 selber hier aber liegt, wird das auf jeden Fall nicht der Fall sein. Das heißt, das ist so ein bisschen so, also eine 4 ist höher als eine 3 und als eine 2. Wenn aber die 1 ausliegt, dann ist die 1 höher als die 4, damit die 4 überhaupt von irgendwas geschlagen werden kann. Exakt. Die 1 schlägt keine anderen Karten, also 1 und 3 schlägt immer noch die 3. Ja. Aber die 1 ist die einzige, die halt die 4 übertrumpft. Genau. Und hier wiederum ist es so, dass wir ja versucht haben, die Zahl zu matchen. Das heißt, hier sollten möglichst, wenn wir haben, nur Einserkarten angelegt werden. Und da wiederum ist die beste Karte die grüne Karte, weil es hier steht, dass auch auf jeder Karte ist das angegeben. Das heißt, die grüne ist das Wertvollste, dann kommt rot, dann kommt blau, dann kommt gelb. Ganz genau. Mal reinhalten? Ja, es ist sehr klein, aber... Hier sieht man es nochmal etwas deutlich. Grün ist die wertvollste Farbe. Die schlägt eine rote, die rote schlägt blau und so weiter und so fort. Allerdings kann grün auch von gelb geschlagen werden. Das heißt, wenn du hier eine grüne 1 hinlegst, bist du ziemlich weit vorne und könntest nur vom Thron gestoßen werden, wenn jemand anders die gelbe 1, was ja die schwächste Farbe ist, hinlegt. Da weiß man dann aber auch wiederum, das kann nicht passieren, weil die gelbe 1 liegt ja schon hier. Es ist also sehr, sehr viel Taktik und Überlegung mit diesem Spiel. Und was machen wir jetzt? Wir decken schlicht und ergreifend auf. Echt? Du hattest keinen... Na, da, krass. Also, jetzt ist Folgendes passiert. Erstens, Justus hat bedient. Das heißt, er hat gelb gespielt, wo gelb gefordert war. Mhm. Schon mal gut. Ich habe das nicht getan. Wenn einer von beiden die richtige Sache bedient und der andere tut es nicht, dann bekommt der so einen Pinsel. Das ist ein Teebusch, ein weißer Teebusch. Ich tue also einen weißen Teebusch in meinen Schrank, weil ich nicht die Farbe bedient habe, Justus aber sehr wohl. Hätte Justus das nicht getan, würden wir beide nichts bekommen. Ich im Gegenzug, weil ich bedient habe, bekomme dieses kleine gelbe Symbol, das ist hier der Teelöffel. Und nicht nur, weil du bedient hast, sondern weil du bedient und gewonnen hast. Ganz genau. Wenn wir beide gelb bedient hätten... Und ich höher gespielt hätte als eine 2... Dann würde Silke den gelben Teelöffel bekommen und ich würde leer ausgehen. Genau. Bei dieser Karte ist es jetzt noch ein bisschen krasser, weil dadurch, dass Justus hier gar nichts gespielt hat, gucken wir noch nicht mal nach, ob ich richtig bedient habe oder nicht. Das heißt, diese Karte bleibt komplett unangetastet und wir gehen einfach davon aus, dass sie super geil ist und deswegen bekomme ich auch die Belohnung, die hier abgebildet ist, nämlich einen blauen Wassertropfen. Sollte der Fall eintreten, den wir jetzt nicht haben, dass beide Spieler nicht das bedient haben, was in der Mitte liegt, dann bekommt auch niemand einen Teebusch, sondern dann gehen wir beide tatsächlich komplett leer aus. Genau. Der Idealfall, um an den Busch zu kommen, ist also eine nicht bediente Karte wohin zu spielen, wo ich glaube, dass mein Mitspieler wahrscheinlich bedienen wird. Bei diesem Spiel ist es ganz wichtig, das läuft so lange, bis einer von uns beiden in dem Moment eine Siegendbedingung hergestellt hat. Das kann durchaus sein, dass es in der ersten Partie, also wir spielen ja 5 Karten, es ist durchaus möglich, dass dann schon jemand gewinnt.
Ist aber häufig so, dass es nicht unbedingt gleich beim ersten Mal ist. Dann würden wir diese ganze Geschichte nochmal austeilen und würden dann tatsächlich nur so lange weiterspielen, also nicht eine komplette Runde zu Ende, sondern so lange, bis irgendjemand die Siegbedingung erfüllt hat. Der hat dann sofort gewonnen. Die Siegbedingungen sind entweder ein Set aus 5 unterschiedlichen Symbolen, also alle 4 Farbsymbole, plus dieser wunderschöne Teebusch. Eine andere Möglichkeit sind 3 gleichfarbige Symbole, von den Farbsymbolen zumindest, oder 4 von den Teebüschen. Man sieht also, eine Taktik könnte sein, immer einfach nicht zu bedienen, zu hoffen, dass der andere bedient und dann immer den Teebusch abzustauben. Das wird wahrscheinlich 2-3 Mal funktionieren und spätestens dann wird der andere vermutlich auch nicht mehr bedienen und dann kann man sich nicht mehr sicher sein, wer dann überhaupt was macht. Ganz genau. Gerade der Teebusch ist am schwierigsten zu bekommen, weil man für ihn am besten bluffen muss. Mhm. Denn dieses Ich treffe nicht und du schon ist nicht immer so leicht herzustellen. Mhm. Genau. So, wollen wir einfach nochmal um das nächste Set hier betteln, damit die Leute nochmal sehen, was so abgeht. Genau, hier haben wir Rot und die Farbe ist wichtig. Wir wollen also eine rote Karte legen oder halt nicht matchen. Auch das ist eine valide Strategie. Hier geht es um die 2 und wir wollen möglichst die grüne Karte legen, wenn wir sie denn haben. Ganz wichtig ist, dass... was nicht in der Spielregel steht, es steht nicht dran, wer anfängt. Ich habe diese Spielregel von vorne bis hinten, von rechts nach links und Katja und ich haben uns darauf geeinigt, dass es wechselt. Das heißt, beim letzten Set hast du angefangen. Ich fange jetzt bei diesem Set an und mache das. Dann lege ich diese Karte. Und dann lege ich das hier hin. Und ich lege... Moment, diese hier. Okay. Man kann natürlich auch mehrfach passen, aber es ist idiotisch. Also eigentlich sollte man das nicht unbedingt. Also du musst einmal in der Runde, kannst du ja keine Karte legen und ansonsten sollte man immer legen. So, du hast keine Chance. Das werden wir sehen. Das ist sehr eindeutig. Silke hat Rot bedient, ich habe es nicht. Also bekommt sie die Schüssel und ich den Teebusch. Genau. Geschlagen werden hätte diese 4 nur durch eine 1 können. Die 1 liegt hier hinten. Ich war mir also ganz sicher, dass ich hier auf jeden Fall das Match mache, ganz sicher gewinne. Und genauso war es bei dieser Karte. Ich habe die grüne 2. Die grüne 2 hätte nur geschlagen werden können durch eine gelbe 2, weil das die schwächste Farbe ist. Und die gelbe 2 hat Justus aber hier hingespielt. Also ich war mir auch da sicher, dass ich hier auf jeden Fall gewinne und hier die Teetasse bekomme. Das wusste ich natürlich auch. Also habe ich mir gar nicht erst die Mühe gemacht zu matchen, sondern irgendwas hingespielt. Genau, und hast und jetzt meinen zwei Teebüschel. Ich habe schon einen genommen gerade. Ach so, ja. Ach, du hast für den hast du einen. Mhm. Ah ja, alles klar, genau. So, jetzt könnte das tatsächlich so sein, dass, also in diesem Fall... Ich bediene ja auf jeden Fall einmal nicht. Das heißt, Justus kann keine 2 Teebüschel mehr bekommen, denn ich werde einmal nicht bedienen und dann bekommt er auf jeden Fall die Belohnung, die hier abgedruckt ist. Ja. Das heißt, Justus kann nicht mehr durch 4 Teebüschel diese Partie für sich entscheiden. Ich könnte aber sehr wohl noch hier die dritte rote Teetasse bekommen, was natürlich jetzt ganz kritisch ist. Das ist ganz kritisch jetzt, aber ich werde mich natürlich nicht unterkriegen lassen. Mhm. Warte. Wait a second. Na Silke, ich dachte, ich habe keine Chance. Ja, du hast keine Chance. Na dann. Damit bekommst du keine rote Tasse. Nee, aber ich konnte halt beides nicht matchen. Hast du wenigstens blau gematcht? Ich habe blau gematcht. Ich wenigstens noch einen Teebüschel, weil ich nicht bedienen konnte. Justus hat bedient. Justus kriegt einen Wassertropfen, ich kriege einen Teebüschel. Wunderschön. Und hier, das denken wir gar nicht auf, und Justus kriegt eine Teetasse. Ganz genau. Das heißt, in der nächsten Runde wird es eine ganz schön knappe Kiste. Also je nachdem, welche Karten hier in der Mitte liegen, kann es auch durchaus sein, dass das ein bisschen glücksmäßig ist. Denn Justus braucht nur noch das grüne Teeblatt, um alle 5 verschiedenen zu haben. Und ich brauche nur noch eine rote Schüssel, um 3 Schüsseln zu haben. Also das ist das Einzige, was ich diesem Spiel vorwerfen wollen würde. Ja. Das war tatsächlich in einer Runde so, dass ich keine Chance hatte. Ich hätte es nicht verhindern können. Aber nichtsdestotrotz finde ich diese ganze Mechanik mit dem Bluffen und was lege ich wohin, wann passe ich, welche Sachen sammle ich ein, worauf fokussiere ich mich, ist
Der Hammer. Ja, im Grunde muss man vom Spielaufbau schon weg direkt starten und sehr viel rechnen, kalkulieren, wie immer man es machen will, hoffen, vermuten, wenn man verzweifelter ist. Allein schon der Aufbau, dass hier drei rote Karten liegen, geben uns einen gewissen Verlauf vor. Aber den zu erkennen, das braucht ein bisschen Übung. Mhm. Genau. Ja, also ich bin sehr begeistert von Matcha. Ich hoffe, dass es das auch noch nach Deutschland schafft, auf welche Art und Weise auch immer. Ich finde, es ist auf jeden Fall ein absoluter Hidden Gem und ich finde es auch noch sehr, sehr hübsch. Es hat auf jeden Fall eine gewisse Würze, wie und, der Tee selbst. Und die ungewöhnlichste Spielmechanik, die ich seit langem gesehen habe. Ja, sehr innovativ, das sehe ich genauso. Mhm. Ein echter Hirnschmelzer, wie schon gesagt, also das ist anstrengend, aber gleichzeitig sehr faszinierend. Genau. Ja, dann hoffen wir, ihr kommt mal vorbei und spielt mal eine Runde Matcha mit uns. Auf jeden Fall, dauert auch nicht lang. Nee. Wir wünschen euch viel Spaß damit. Viel Spaß.